Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und damit euch sowas nicht passiert, beziehungsweise eigentlich könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen. Ich meine, der Dom hier. Bei war cool, sorry, dass ich im CK bin. Und dann auch noch so eine Doppelfinger hier. Echt super gemacht, Dom. Ich zeige euch hier kurz das Profil einmal. Das ist seine Tech hier jetzt beim Clan Revolution. Echt super. Daumen dafür nach oben, aber... Ich hätte jetzt fast gesagt, der Dom hat uns eh nicht helfen können. So ein ewig Zwei-Sterner oder Ein-Sterner oder kein Stern. Zudem hat er auch noch eine doofe Base, also kein Verlust. Kein Verlust, aber wir sind hier Level Up, also wir sind ein Level aufgestiegen. Jetzt schon auf Clan Level 4, ich hatte ja aufgerufen dazu. Und sind jetzt schon etwas über, beziehungsweise wir sind jetzt schon ein kleines Stück rüber, weil wir im letzten CK auch krass gewonnen haben. Wie krass, das werde ich euch gleich zeigen. Ich habe mir noch ein paar Angriffe rausgepickt. Wir haben ja schon eine ganze Masse gesehen, nämlich vom Livestream, eben Livestream von, ja, vom Samstag hatten wir ja schon einiges drin. Dann haben wir noch den Sonntag gekämpft. Da wollte ich eigentlich noch streamen, aber irgendwie bin ich dann doch vorweggekommen. Ich habe dann kurzfristig Besuch bekommen und so wurde das leider nichts, aber die restlichen Kämpfe, die zeige ich euch jetzt. Ich fange jetzt mal ganz quer durch den Garten an. Also das sind jetzt Angriffe, die wir nicht mehr im Livestream mit drin hatten, aber wo ich denke, die können wir ruhig nochmal, oder die nicht nochmal zeigen, sondern die können wir ruhig zeigen. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Und die ganz sehenswert sind, finde ich zumindest, es sind nicht ausschließlich drei Sterne, das werden wir in jedem Fall sehen. Aber der Sami hier mit Valkyren, ich hatte ja die Tage schon gesagt, die Valkyren sind bei mir jetzt auf dem Rathaus 12 auch auf Max-Level. Und die sieht man doch eher selten in CKs. Ich meine, man sieht sie immer dann, oftmals, wenn es zwei Sterne gibt oder wenn es ein Stern gibt, weil die Valkyren, jemand hatte das heute trefflich gesagt, immer irgendein Schuhhaus suchen oder sowas. Also einmal so einen Rundumschlag um die Base machen, aber... In seltensten Fällen, wenn du nicht gut funnelst, dann auch gerne mal wieder rausrennen bzw. außenrum rennen. Aber hier können die natürlich super durch die Mauern gehen. King und Queen, King und Queen auf beiden Seiten verteilt hier. Und die Golems tanken hier schön. Richtig krass. Also ein Golem rechts, ein Golem links. Nachdem ja erstmal alles in der Mitte war. Also cool gemacht hier. Zumindest die Truppen sind einmal, haben super den Sprung hier genutzt und dann ging das hier mit Valkyren echt super durch die Base durch. King jetzt erst richtig schön spät gezündet. Also 10 auf 10 hier. Sami auf die Nummer 5. Und das war so circa 5 Stunden vor Schluss. Da hatte der Gegner übrigens erst so ein paar Angriffe. Ich glaube, die haben so 6 Stunden vor Schluss, haben die erst so ganz behende angefangen, mal anzugreifen, so hier und da. Und wir hatten schon Sorge, dass die gar nichts machen und wir so richtig kampflos das ganze Ding hier eigentlich gewinnen. Ich nehme die Angriffe einfach so, wie sie kamen. Ich habe selber mit dem Alex hier die 21 gemacht. Aber ich hatte ja schon im Video erklärt gehabt, in der letzten Woche. Oder war es im Livestream? Ich weiß es gar nicht. Es kann auch sein, dass es im Livestream war. Dass es manchmal egal ist, wie viel oder dass man so viel runtergeht. Ihr seht das hier, das ist auch eine Maxed Out RH9 Base. Allerdings fehlt in dieser Base was, nämlich die X-Bogen. Ja, da Pech gehabt, der Kollege hier. Also habe ich erstmal einen kleinen Queen Walk vorausgeschickt. Und um irgendwo jetzt dann natürlich die Clanburg zu bekommen, ja, leider der Bogenschützenturm, den habe ich nicht mit einem Loon bekommen. Glücklicherweise habe ich da rechtzeitig die Riesenbombe ausgelöst, denn das passiert mir auch sehr, sehr häufig, dass ich im Wut die Mauerbrecher schicke und dann verrecken mir die ersten schon an der Mauer. Also hat die Queen schon mal schön ausgelöst hier. Trotzdem geht sie nicht in die Base. Da war ich wieder ein bisschen zu spät mit meinem King. Den hätte ich ein bisschen eher schicken sollen, damit die Queen jetzt nicht anfängt mit zu funneln. Dann funneln die nämlich nicht, die wird da nämlich jetzt nicht reingehen. Ich schicke zwar jetzt noch Mauerbrecher, ja, die gehen auch nicht ganz durch, aber zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich gedacht, ja tolle Wurst, Toto. Jetzt latschen die beiden hier erstmal rum hier wie so ein Turteltäubchen-Pärchen und der King geht jetzt ein bisschen erstmal genüsslich nach außen, also ein bisschen mithelfen hier, dass der nicht noch weiter wegrennt, sondern, ich nenne es mal so schön hier, seinen Weg einfach weiter rum macht. Ich kriege, glaube ich, ich meine, ich kriege nicht eine einzige Luftabwehr. Also es sind jetzt noch 1, 2, 3, ach doch, eine muss ich ja schon geschafft haben. Eine habe ich ja schon geschafft, aber ich wollte eigentlich den Feger hier oben noch mit,
mitbekommen. Ist mir an der Stelle nicht wirklich gelungen. Und so gehen die beiden erstmal rundherum hier. So, dann habe ich meine Hunde aber doch mit den Loons hier reingeschickt. Die haben jetzt natürlich echt einen weiten Weg, erstmal in die Mitte dieser Base reinzukommen. Also ein bisschen unterstützt hier den letzten Wutzauber, den ich eigentlich für den Queenwalk immer benutze, habe ich diesmal auf die Loons gepackt, dass die hier ein bisschen nochmal ein bisschen Speed kriegen. Nicht für den Schaden. Also Schaden machen die Loons sowieso genug. Deswegen nehmt lieber Eilzauber anstatt Wutzauber. Ich hatte hier den Wutzauber jetzt mal über und konnte ihn an der Stelle so nutzen. Aber normal nutze ich den Wutzauber nicht unbedingt, um die Loons noch wütender zu machen, weil die machen sowieso schon genug Schaden. Im Rathaus 12 Bereich macht man das auch sehr gerne. Zeppelin, Loons rein und irgendwas rausnehmen. Da nimmt man in der Regel auch den Wutzauber. Da ist er vielleicht auch ein bisschen besser angebracht, weil der Eil soll die Truppen ja irgendwo hinbringen. Und nicht der Wutzauber bringt die Truppen ja nicht wirklich nach vorne, sondern er macht sie ja nur wütend, mehr nicht. Also, aber ich denke, die drei Sterne hier waren in jedem Fall wichtig. Und den nächsten, den wir hier haben, Born for Corn. Cooler Name, ohnehin. Und wir gucken mal, es ist ein Rathaus 9 auf ein, ja, ich würde auch wieder sagen, auf ein Max Rathaus 9. Die Helden sind beim Gegner etwas besser. Aber hier ist auch mal wieder so ein bisschen so der Beweis, dass man nicht unbedingt die höchsten Helden haben muss, um so eine Base hier zu bezwingen. Mit einer guten Taktik geht alles, auch mit etwas kleineren Helden. Und ihr habt das sicherlich heute in den ersten Sneaks schon mitbekommen, dass es demnächst Tränke gibt, wo man den Held um eine Stunde lang um 5 Level anheben kann. Also wären die dann hier Queen 20 und King 17 für eine Stunde, ist natürlich super. Toller Trank. Ich bin da wirklich mal, überrascht, dass Supercell so einen komischen Trank, sage ich mal, so raushaut. Und nachdem es jetzt hier erstmal darum ging, die Clanburg zu eliminieren, ist er dann von der Seite hier mit Luft hier reingekommen, jeweils mit 2 Hunden und erstmal nur auf eine Luftabwehr, denn die tanken hier jetzt richtig gut und hier wird jetzt komplett mit Eil unterstützt. Ihr seht das hier, genau das, was ich eigentlich eben gesagt habe, haut die Eils hier raus und nehmt nicht die Wutzauber dafür, denn die machen schon genug, Schaden, die Loons, und müssen jetzt erstmal hier durch die Mitte. Jetzt sind auch, vor allen Dingen sind hier wenigstens beide Hunde geplatzt. Mir sind vor allen Dingen bei meinem zweiten Angriff kein einziger Hund geplatzt. Gucken wir aber gleich auch mal nochmal rein. Ja, ich habe mich heute zweimal in der Folge drin, aber ich denke mal, lohnt sich auch nochmal sowas dann an der Stelle zu sehen. Und ja, hier hinten jetzt noch reichlich Clean-Up. Also mit Lufttruppen angegriffen und auch gleich mit Luft den Clean-Up gemacht. Hier hinten kannst du dann auch ruhig gefahrlos die Minions setzen, weil die Luftbomben dann außen sowieso schon alle ausgelöst waren oder sind in der Regel. Und wenn du dann erst anfängst, mit Erdtruppen dann den Cleanup zu machen, dann rast du womöglich noch in die eine oder andere Bombe oder Sprungfalle oder was auch immer. Aber richtig cooles Ding hier. Wir hatten am Ende ein bisschen eine Zeitnot, dass die Truppen es nicht mehr schaffen. Ich glaube, wenn er die Zeit im Auge hatte, der war super, super eng. Das war also gerade so mal noch, glaube ich, ich meine, es war dieser Angriff hier. Sonst sehen wir gleich noch ein Rathaus. 9 Angriff in jedem Fall. Also sehr neunerlastig hier. Ist hier auch die starke Range, ist hier Rathaus Level 9. Ja, und hier haben wir mal einen Dip nach oben. Unser 21. der Philipp hier mit 10er King, 7er Queen. Auf diese echt starke Base hier, aber auch, ihr seht das, die Lufttruppen sind sehr, sehr dominant im Rathaus 9 Bereich. Und aber auch da sind seine Truppen noch nicht ganz so stark, mit einem Level 1 Lava-Hund, aber immerhin Level 6 Ballons. Und auch der Golem ist noch gar nicht mal so stark, aber der tankt hier schön die Ecke. Ist also erstmal schön reingekommen, Sprung auch cool gesetzt, sodass er auch schon ein Compartment vor dem Rathaus eigentlich rauskommt. Jetzt gehen zwar ein paar Truppen, ja, so ein paar Bowler, gehen immer so ein bisschen komisch. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Also hier, denke ich mal, hat er sich auch Ziele gesetzt. Luftabwehr sollte raus. Queen sollte raus sein. King hat jetzt schon das Zeitliche gesegnet. Ja, und ich wollte gerade sagen, die Queen macht das, was sie so häufig macht. Sie macht eine Mauer, ne? Sie macht die Mauer hier und der Magier da hinten die Ecke. Die könnten sich die Arbeit auch teilen. Jetzt kommt er dann über die anderen Compartments hier oben auch wieder mit Eil unterstützt.
in diese Base rein. Und ja, richtig, gerade beim Magerturm muss es eilig vorangehen. Sonst machen gerade die gerne mal die Loons kaputt, weil die natürlich immer schön in so einem Pool fliegen. Oh, entschuldigt bitte. Und dementsprechend hier dann die gesamten Loons kaputt machen. Die Queen kommt jetzt glücklicherweise nochmal in die Range jetzt von dem Rathaus, aber jetzt müssen es hier doch noch die Loons richten. Okay, hier ist jetzt nur der eine Tesla und hinten haben wir jetzt noch den, ja, ist eigentlich ein gefährliches Pärchen, der X-Bogen, der jetzt die ganze Zeit ballert und dahinter der Magierturm und jetzt hat er auch kein Eilzauber und gar nichts mehr. Donnerwetter. Na, ihr seht das hier, der X-Bogen hat auch richtig Trefferpunkte, aber jetzt ist er weg und jetzt geht's nur, oh, wie knapp das mit den Ballons. Alter Falter, das war hyper knapp. Und ich glaube, es war dieser Angriff, der so zeitengend war. Aber richtig krass gemacht hiermit. Ja, ich muss schon mal sagen, so kleine Helden und noch nicht Max-Truppen auf dem Rathaus-Level-Niveau ist das hier, glaube ich, ein toller Angriff gewesen. Und das war ein richtig schöner Dip um sieben Bases nach oben. Ist ja auch geil, finde ich zumindest, wenn man das dann an der Stelle so macht. Und ja, jetzt haben sich die kleinen Welpen natürlich erstmal hier um diesen blöden King gekümmert und müssen jetzt noch die Lager da machen. Hier hinten macht eine Bogenschützin noch das Armeelager weg und der Loon hilft hier glücklicherweise. Auch ein so ein Loon, der jetzt immer wieder abwirft, macht ja ein bisschen Flächenschaden und macht auch gut Schaden, denn auf die Einzelgebäude hier, also hier fliegt nochmal alles zusammen. Toller Angriff hier von Philipp. Und hier haben wir nochmal meiner einer, also auf die Rathaus 10 Base hier, allerdings mit Rathaus 9 Defensivgebäude, also Verteidigungsgebäude. Ich glaube, hier ist noch nicht ein einziges Teil 10. Er hat einfach nur 200, hat noch nicht mal 240 Truppen, sondern so wie ich das zähle, 225 Truppen. Und auch hier habe ich ein Golaloon gewählt, allerdings mit zwei Golems, da in dieser Base halt doch ein bisschen mehr Feuer war und nur ein Golem wäre dann vielleicht ein bisschen zu wenig gewesen. Also auch hier ganz einfache Ziele. Queen raus, eine Luftabwehr schaffen, wenn es denn noch geht, eben so einen Feger schaffen und dann vielleicht noch ein bisschen für Trouble in der Mitte sorgen am Flächenschaden, denn hier standen ja drei Magiertürme vor allen Dingen in der Mitte und bin dann von, jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, ich bin von hier unten dann mit den Loons weitergekommen. Der zweite Feger ist da oben, aber ihr seht, mit den vollen Heldenpärchen hier auf 30 kommt man schon ganz schön weit hier. Ich bin hier oben so ein kleines Stück entgegen des Fegers gekommen. Das war jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich dem entgegenkam. Aber ich wollte unbedingt nach unten die Queen schützen, dass die noch mit im Cleanup ist und King und Queen immer noch dabei. Jetzt ist mein King erst kaputt. Und ja, ich hatte jetzt nicht mehr so viel hier an das, was meine Ballons hier kaputt machen kann. Und deswegen leben hier noch beide Hunde. Das ist wirklich, ja, das ist ein bisschen dämlich, weil die eigentlich immer ein bisschen, also die Welpen sollen dann fürs Cleanup sorgen. Aber wenn du keine Welpen hast, ja, jetzt macht die Queen auch noch die letzten Luftskelette hier kaputt. Und ich spule den mal so ein bisschen vor. Dann war der Cleanup hier jetzt ein bisschen, ich meine, ich hatte genug für ein Cleanup da, aber trotzdem ärgerlich. Also wenn dann wenigstens ein Hund aufgeht. Aber so war der Angriff hier dann scheinbar so dominant, dass ich mir halt, dass ich es mir leisten konnte, dass keiner aufgeht. Und die machen ja jetzt nicht wirklich Schaden auf die Gebäude. Hier vor allen Dingen die beiden Hunde nicht. Oh, jetzt kommen da nochmal Luftskelette. Und jetzt knabbern die auch noch an meinen letzten Luckys hier rum. Einer überlebt noch. Aber noch gerade so geschafft mit der Zeit. Und die Loons machen jetzt nichts mehr. Also auch der Angriff hier 100%. Oben haben wir 1-1 hier, Mondschatten auf dem Blackstar, Rathaus 12 allerdings, ihr seht das hier anhand der Helden und auch anhand der Truppen. Ja, die Base ist vielleicht, also das, die kann man schon mit Luft machen, allerdings ja, mit den Elektrodrachen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die so gut gewählt waren hier. Aber ich denke mal, man nutzt natürlich immer gerne die Truppen, die man schon mal auf Max-Level hat. Der Mondschatten hat hier allerdings auch etwas mehr auf Rathaus-Level 12 Niveau. Und mit der Karre
Ja, ich weiß nicht, der Einsatz der Karre dann mit den Loons, ich meine, die Loons machen eigentlich jetzt am Rathaus ja wenig. Wenn ihr ein Rathaus 12 Rathaus hast, dann ist das Rathaus ja noch ein defensives Gebäude und dementsprechend sind die da ein bisschen wirkungsvoller. Vielleicht wird da was anderes angebracht oder hätte man Fahrradkette, klar, ein Luftschiff mitnehmen sollen, vielleicht um so ein komplettes Compartment rauszunehmen. Ihr seht das ja hier, das sind jeweils so fast vier Quadrate. Das, da wo das Rathaus stand, war halt ein Rechteck. Und deswegen werden es die Elektrodachen hier nicht ganz schaffen. Mit dem Luftschiff vielleicht in dieses Compartment, das jetzt noch komplett offen ist hier, hätte man sicherlich etwas mehr rausnehmen können. Oder sagen wir mal so, zumindest den Adler mit rausnehmen können. Aber ist nicht so schlimm gewesen. 1:1 hier. War schon eine sehr dominante Sache und wir haben den Krieg, das Ergebnis bin ich euch ja auch noch schuldig, 84-73 gewonnen. Also der Gegner hat schon noch so ein paar Sterne bei uns gemacht. Allerdings haben unsere Bases hier oben sehr, sehr gut gehalten. Auch die 10er Bases haben top gehalten. Einige 9er hier, ihr seht das, Alex ist noch offen, Freibier offen. Beim Christoph, oh, das war ganz, guckt euch das mal an, das war schon gruselig vom Gegner, muss man sagen. Ich meine, der 6. beim Gegner ist ein Rathaus 10, glaube ich, jetzt gucken wir mal gerade, ist ein Rathaus 10 und ja, so schlecht ist das Profil nicht, aber ich meine, er hat ein bisschen mehr Truppen, er hat die Hunde auf 3 und hat da wirklich einen kläglichen Angriff hingelegt, den kann ich euch auch nicht zeigen. Die Base von Christoph ist in Ordnung, aber der Gegner hat halt wirklich, wirklich schlecht Angriff. Also schönes Ding hier außen, Community Clan, Level Up, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich auch unter dem Video bitte. Und damit bis zur nächsten Folge Clash of Clans. Bye bye. Euer Toto. Clash.